habe ich der auch mal ein paar Blumen gestellt für 2,50. Oh. Ist ganz aufopferungsvoll. Ja. Ja, da hat sie sich auch ganz doll gefreut, davon hatte ich ja gar nichts. Knistern 20 Euro. Ich höre es übelst knistern, Alter. Tino, ich bin auch so geil fit am Start. Ich hoffe, meine Geruchsbelästigung, das geht. Ich bin auf jeden Fall richtig ranzig gerade eben. Aber für Greywolf, ja, nur das Beste. Für Greywolf reicht's. Ich komme gerade frisch aus dem Impfzentrum hier in den Podcast rein. Ich habe heute Nacht sehr wenig geschlafen, aber das ist ja eh Tradition beim Brennpunkt. Dieses ganze Geplänkel verzeiht mir. Vielleicht bin ich heute ein bisschen langsam. Keine Vorbereitung, kein Schlaf, kein gar nichts. Nur für euch. Wir zeigen euch unsere rohen Gedanken. Ja. Welcher Arm war es? Links, rechts? Links. Und ich muss sagen, es drückt auch ein bisschen mehr, als ich dachte. Bist du magnetisch jetzt an der Stelle? Ich bin jetzt magnetisch, ja. Ich habe da jetzt so eine Smartwatch drin. Das ist übelst geil. Kann ich so draufdrücken, kann so Charlie Bit My Finger abspielen und so. Wir nehmen auch gerade live über seinen Arm quasi auf. Ja, es ist übelst geil. Also die neuen Funktionen kann ich sehr empfehlen. Vielen Dank, Bill Gates. Vielen Dank auch Greywolf für das Kaufen dieses Hörerwunsches mit dem geilen Thema. Wenig Geld, aber glücklich und was Positives. Sehr gut, Tino, sehr gut. Habe ich mir gemerkt. Ja, einfach ein bisschen wholesome Vibes hier reinbringen. Und ich finde, bei dem Thema, da braucht man gar nicht groß abschweifen, um auf positive Sachen zu kommen. Nee, Geld ist ja positiv, geil. Ne? Also Geld ist das Allergeilste. Es gibt eigentlich nichts Besseres als Geld. Also, geil. Ich kann mit dem Zitat von Rio Reiser reinkommen. Deswegen. Nee. Was? Nee. Und zwar, Geld macht nicht glücklich, es beruhigt nur die Nerven. Hm. Und das finde ich ein guter Anfang. Ja, geht. Also ja, ich verstehe das. Ich bin auch nicht ganz der Verfechter von Geld macht nicht glücklich oder Glück kannst du nicht kaufen oder so. Doch, kann man. Quasi. Also es bringt auf jeden Fall ein bisschen Sicherheit. Ja. Ja. Das steht fest. Und Sicherheit ist irgendwie in der Bedürfnispyramide doch ein bisschen vorhanden. Und ja, also ich bin jetzt gerade an dem Punkt, wo ich nicht denke, morgen habe ich kein Geld und verhungere. So, und deswegen ist das schon gut. Aber ich war auch schon an Punkten, wo ich dachte, holy shit, was mache ich hier eigentlich gerade? Und es ging trotzdem. Ja, man findet immer irgendwie einen Weg. Ich meine, ich war auch schon mal irgendwie auf dem Konto so im Minus, gerade so zu Studienzeiten und dachte, fuck, es kam kein BAföG oder es war irgendeine Übergangsphase zum neuen BAföG und so. Und da war ich auch so, dass ich dachte, fuck, die Miete geht morgen ab oder in 3 Tagen und ich bin jetzt gerade bei minus 60 und ich kann nicht tiefer gehen. So. Und ich dachte, fuck, was machst du jetzt? Wie beim Sex. Ungefähr ich bin jetzt gerade bei minus 60. Noch tiefer kann ich wirklich nicht gehen. Nee, tiefer geht's nicht rein. Ja. Und dann, weiß ich nicht, irgendwie geht's immer, dass man irgendwie noch jemanden kennt, der einem Geld schuldet. Was bei mir damals, dass ich einen Studienkollegen hatte, der hat mir noch Geld geschuldet, eine dreistellige Summe irgendwie. Diese schlimmen Geldeintreiber, Tino mit seinen ganzen Drogendeals an jeder Ecke. Auf jeden Fall. Und da konnte ich dann meine Miete bezahlen. Also auch echt deswegen so. Aber irgendwie geht's halt immer. Und ich weiß nicht, also ich habe ja auch schon in meinem Leben wenig Geld verdient. Es gab so Zeiten, wo ich echt nur so 500 Euro im Monat hatte. Als Studie irgendwie. Und es war halt irgendwie, es ging, weil man auch wenig Steuern zahlen musste. Und ich hatte ja eh kein Auto, rauche nicht und hatte ein kleines WG-Zimmer. Und da ging es. Und ich habe dann gemerkt, mehr brauche ich eigentlich nicht. Aber wenn du dann mehr Geld verdienst, wie ich es jetzt aktuell tue, dann merkst du, dass du schon Bock auf mehr irgendwie hast. So, und dann bist du halt in eine Zweiraumwohnung gezogen. Ja, und da siehst du aber mal an diesem kleinen Beispiel schon diese Teufelsspirale. Das macht halt, also an irgendeinem Punkt musst du doch sagen, finito, aber das scheint halt nicht so zu sein. Also gut, wahrscheinlich nicht für jedermann. Ich meine, du bist so ein richtig, so ein schon Schnösel, würde ich sagen. Übelst, ja. Der Größte. Nee, aber weißt du, da kannst du dir da vielleicht erklären, wenn jetzt die Millionäre plötzlich sagen, oh, aber Milliardär sein, das wäre auch nicht schlecht so. Hm. Obwohl es eigentlich übelst absurd ist. Also an irgendeinem Punkt ist doch Schwachsinn, Mann. Das hoffe ich auch. Also bei mir ist es ja auch nur so, dass ich irgendwie gemerkt habe, dass ich habe mehr verdient, aber hat noch den alten Lebensstil mit Einraumwohnungen und so, dachte ich mir irgendwann, naja, irgendwie spare ich mir gerade irgendwie Geld an, wofür ich nicht wüsste, wofür ich es brauchen sollte. Ich will jetzt kein Boot kaufen. Ich kann mich einfach ein bisschen vergrößern und mir halt eine größere Wohnung für das Geld. So habe ich ein bisschen mehr Luxus und ein paar mehr Räume und so weiter. Das war so meine Intention. Ja,
Also bei Wohnung bin ich zum Glück auch komplett immun. Also ich bin ja eher schon Fan Richtung Tiny House, so da Ja. würde ich mitgehen. Wenn du sagst, größere Wohnung, mehr Luxus, das ist für mich eher das Gegenteil. Das muss man putzen, so. Ich weiß gar nicht, was soll ich denn da hinstellen? Weißt du, also irgendwie ein Balkon oder so ist schon nice to have, aber ich brauche das alles nicht. Ich bin da in einer guten Position, glaube ich. Vielleicht habe ich mich da auch über Jahre hin trainiert, so. Aber, boah, Alter, Was heißt mehr Zimmer, brauchen? was will ich mit Zimmern, Alter? Was heißt brauchen? Also ich kam ja auch in der Einraumwohnung zurecht ohne Badewanne und so, und das war ja auch alles irgendwie cool. Badewanne ist wichtig. Also das ist die eine Sache. Dachte ich früher auch mal, aber da war ich in dieser Einraumwohnung, die du ja auch kennst, und da war ich ja auch, das war ja richtig klein und nur eine Dusche, so ein Klo irgendwie im Bad und Waschbecken. Und mehr war es halt nicht. Und jetzt, wenn man aber eine hat irgendwie, ist es irgendwie voll nice, a nice to have, und man will es gar nicht mehr haben. So. Und Balkon habe ich auch nie gebraucht, aber wenn du einen erstmal hast, dann merkst du, geil, ich kann morgens draußen frühstücken, so wenn es warm ist, und es ist schon irgendwie schön, weißt Ja, da, im Zweifel, wenn es dich da wirklich so sehr juckt, da kannst du auch in den Park gehen. Weißt du? Naja, aber müsste ich erst meinen ganzen Kühlschrank-Schriebs da in den Park reinschleppen. Ich laufe ja auch eine Viertelstunde Schönes fast dahin. Picknick. Ja, aber nicht jeden Morgen. Wenn ich irgendwie von der Ist okay. Arbeit Ich will ganz. dich gar nicht überzeugen, Tino. Wenn ich so voller Arbeit zum Beispiel irgendwie schön frühstücken will, dann nehme ich mir halt irgendwie ein Brötchen aus der Tüte und einen Humusaufstrich, gehe auf den Balkon und esse das dann. Und dann muss ich nicht noch in den Park gehen und mir was anziehen und so. Stell mir dann vor, wie du dich auch einfach auf den Balkon stellst. So einfach aus Prinzip. Ich habe jetzt einen Balkon, ich esse Ich jetzt auf dem muss Balkon. es ausnutzen Ich habe jetzt. jetzt nur eine Minute, aber also für das Brötchen auf dem Weg, da Ja. stelle ich mich jetzt eine Minute Ja. auf den Balkon. Ja, absolut. Geil. Ja, ich will dir das gar nicht in Abrede stellen. Ja, das ist super geil. Ja, hol dir 5 Balkons, hol dir 20 Zimmer. Das kann gerne jeder handhaben, wie er möchte. Ich finde es halt von mir aus ganz angenehm so, dass ich gar nicht diesen, aber wie gesagt, so ein bisschen kann ich es auch nachvollziehen, weil ich war, wie gesagt, an Tagen, wo ich dachte, huiuiui, das wird wirklich knapp. Weil, also Miete und das Ding ist halt, Krankenversicherung muss ich ja auch bezahlen, so. Selbstständig, ne? So, ganz schlimm. Das muss halt abgedeckt sein. Dann noch ein paar Fenje für Handy. Und dann mal gucken, so. Und wenn das ganz knapp wird, dann kommst du ins Denken so. Aber das ist gerade zum Glück nicht so. Und da bedanke ich mich bei jetzt richtig geilen Leuten, wie zum Beispiel Grey Wolf. Ja. Stimmt. Also, huiuiui. Nee, wirklich sehr sweet. Oder Asitoni neulich auch, Alter. Das ist halt much appreciated so. Ja, man merkt, also Robin mag die Menschen am meisten, die ihm Geld schicken. Nein, das stimmt nicht. Aber Nee, die völlig ermöglichen klar, das ja. halt hier. Das ist halt schon geil so, Ja, das ne? stimmt. Ich bin auch, also ich kann das voll nachvollziehen, wenn man so ein bisschen auf seine Fans angewiesen ist und so, und das dann über Jahre die gleichen Leute, die da irgendwie die supporten mit Geld und mit irgendwie, weiß ich nicht, das ist schon viel wert. Also ich kann das voll Auch nachvollziehen. alleine, wenn Leute irgendwie jedes Mal am Start sind, das ist halt auch schon übelst viel wert. Das ist halt einfach geil. Wenn Leute wirklich sich sagen, okay, jeden fucking Mittwoch oder jeden Montag oder vielleicht sogar beides, gucke ich da zumindest mal rein. Das ist halt super insane, ja. Und das auch über Jahre hinweg. Super geil. Ja, und ich habe auch einfach gemerkt, dass ich zumindest gemerkt habe, dass ich eher mir sage, okay, vielleicht hole ich mir jetzt doch mal einen Döner. Ja, und das, ja, Oh. ohne Spaß, Alter. Das ist halt für meine Verhältnisse ultra hart, weil Auswärtsessen, alles jenseits von 5 Euro geht für mich schon mal gar nicht, weil das einfach, also auch wenn es geltlich gehen würde, aber rein emotional fühlt sich das so wasted an. Aber auch die müssen doch von irgendwas leben, die armen Na, Läden können sie da. doch. Die können doch gerne von Geld leben. Ich meine gar nicht jetzt. Also es geht eher darum, ob ich bereit bin, das zu zahlen, nicht ob es das per se wert ist. Ist mir schon klar, wenn du irgendwie ein Drei-Gänge-Menü beim Griechen bestellst, dass das schon irgendwie mehr wert ist als 5 Euro mit der Zubereitung und so. Aber ich würde diese 5 Euro halt nicht zahlen wollen. Ich mache halt meinen Wocheneinkauf auch schön einmal die Woche, weil man dann einfach, ich weiß nicht, weil ich habe das Gefühl, man kauft halt sehr viel weniger ein. Als wenn du irgendwie jeden Tag losgehst, erstens einkaufen, was ist das für ein. Da geht man doch nicht jeden Tag los. Wocheneinkauf, so halbwegs getaktet. Und dann habe ich halt Essen zu Hause. So, und dann stehe ich nicht vor der Dönerbude und sage mir,
komm, holst du jetzt doch einen Döner, weil ich habe halt Geld zu Geld. Ich habe halt Geld zu Hause. Ich habe Geld investiert, um Essen zu Hause zu haben, was halt viel günstiger ist. Aber kennst du nicht dieses Gefühl, dass du mit Freunden am Teeplatz sitzt so und dann sagt man, komm, wir holen uns alle jetzt mal einen Döner oder eine Pizza, chillen uns hier noch mal ja, hin und essen was und trinken aber was. Das ist für mich dasselbe, pardon, schlechte Argument, wie die Leute, die irgendwie ihre Zigarette rauchen, weil es irgendwie so diese soziale Komponente hat. Da kannst du auch dich hinstellen, wenn du nicht rauchst. Eine Zigarette ist aber trotzdem nicht hilfreich für den Körper, aber was essen musst du ja sowieso. Ja, aber was essen habe ich auch zu Hause. Und da kannst du ja sagen, so, wir nehmen jetzt einfach eine gemeinschaftliche Mahlzeit ein. Ich liebe es, mir eine Pizza beim Mundsur zu holen oder sonst, oder einen Döner oder sowas, um mit Freunden zu essen, ja, im Park oder so. Wie gesagt, einmal die Woche könnte ich es noch verkraften, so. Mhm. Aber ich weiß halt, wie es sich läppert, wenn du jeden Tag auswärts isst, Alter. Ich habe da auch mit, Alter, David hat so viele Witze schon drüber gemacht. David, der kann sich's halt auch leisten, so, aber da denke ich mir, okay, Berlin ist auch ein anderer Lifestyle, ne? Mhm. Aber immer auswärts essen, der kocht ja nie. Der nimmt immer alles hier, da gehe ich dahin, zack, 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 fahre mit dem Taxi von da nach da. So, weißt du? Taxifahren finde ich auch sehr dekadent, aber ja. Ja, also, weißt du, der ist halt auch irgendwann an diesem Balkonpunkt angekommen, wie du, und sich gesagt hat, wahrscheinlich, ja, warum soll ich denn jetzt hier 10 Minuten jeden Tag auf die Bahn warten, wenn ich auch einfach da ins Auto einsteigen kann? Das führt mich genau dahin, wo ich lande. Wer aber das Geld hat, das Geld, Alter, was ich, also, huiuiui, ja, was da zusammenkommt. Ich denke mir dann her, okay, dann spare ich mir das halt, fahre irgendwie ein Jahr nicht Taxi und bezahle davon irgendwie dann einen Monat Japan oder so, was weiß ich. Ja, ganz Japan. Ganz Japan. Ja. So, und deswegen fühle ich das so gar nicht. Ja, man wächst mit seinen Ausgaben so ein bisschen. Ja, supi. Nee, und da hat er schon sehr viele Witze drüber gemacht. So, ey, da drüben die Dönerbude, guck doch mal, wenn du 2 Euro hast, ob sie dir da nicht noch irgendwie was vom Boden zusammenkratzen können. Das machen die aber echt manchmal. Wenn du sagst, du hast nur wieso 2 Euro, dann sagen die, komm, ja, ich mach dir einfach ein kleines Fladenbrot, so mit ein bisschen, weiß nicht, nicht Fleisch, aber Gemüse drin oder so. Ja, das aber machen die halt. Weißt du, das Ding ist, wenn ich dann in Berlin bin, habe ich ja trotzdem einen Fuffi in der Tasche, weil man muss ja für Notfall, ja, hat man ja immer was da am Stand. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass man den ausgeben muss. Das ist eher so ein... Das finde ich beachtlich, weil ich bin da ganz anders. Wenn ich irgendwie ein bisschen Geld kriege, irgendwie von irgendeiner Gage, sehe ich irgendwie eine Abrechnung, geil, jetzt lädt das bei deine Freundin bei Dominos ein oder sowas oder noch mehr Freunde. Ich war immer der auch im Studium, immer der seine Freunde zum Essen eingeladen hat, weil ich irgendwie Spaföck bekommen habe als einziger meiner Freundesgruppe, so Spitzensatz, und dachte, komm... Spaföck. Heute mal geh mal zum City Pizza und da hole ich für uns alle mal eine kleine Pizza. So. Ja, also ich würde auch gar nicht per se sagen, weil wir wollen ja hier wholesome, ja, Grey Wolf hat sich wholesome gewünscht. Ich glaube nicht, dass ich per se geizig bin. Also ich hätte jetzt auch überhaupt kein Problem, irgendwie jemanden, der in Not ist, irgendwie Geld zu geben, glaube ich. Ja. Ja. Aber ja, ich bin da nicht drauf geeicht. Du bist halt sparsam, weil du halt nicht weißt, wie sieht es in 5 Jahren aus. Als Jüka hier aus dem Urlaub kam, da habe ich dir auch mal ein paar Blumen gestellt für 2,50. Oh. Ist ganz aufopferungsvoll. Ja. Ja? Da hat sie sich auch ganz doll gefreut, davon hatte ich ja gar nichts. Nein, wow. ich meine, also... Shit, Alter. Hilfe hatte ich ja nichts, ja. Das ist, glaube ich, so das Ding beim Schenken, habe ich gehört. Nein, also ich wollte eher darauf hinaus, ach Gott, Alter, sorry, Leute, ich bin wirklich, also 2 Minuten bevor Tino rein ist, bin ich aufgewacht und lag gerade im Bett und ich hatte die Kraft, nicht hier aufzumachen. Ich wollte einfach nur liegen bleiben. Zum Glück hat Dion das gemacht. Es dauerte, bis hier jemand mir aufgemacht hat. Ich dachte, ich muss nach Hause gehen. Ja. Wie zu unserer Anfangszeit. Puh. Nee, also ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich anderen gern mal was gebe, ist nicht so das Problem. Wenn ich irgendwie eine Packung Süßigkeiten habe oder so, gebe ich auch gern mal eines ab. Ein so ein Goldbär. Oder Kuchen wie vorgestern. Hast du mir ein Stück Kuchen angeboten? Das war von Friedrich der Kuchen, aber ja. Oder so. Aber guck, aufopferungsvoll habe ich dir meinen Anteil angeboten. Oh. Ja, und habe selber auf Kuchen verzichtet. Natürlich habe ich trotzdem was bekommen, aber weiß, wie es gemeint ist. Ja. Ja, also zum Außenessen. Ich esse sehr häufig außerhalb. So, wir bestellen ständig Pizza, oder ich schon, auch als ich noch Single war, ständig Pizza bestellt, war bei Mundsur oder war bei weiß nicht, wo ich sonst war, und weil ich zuvor zu kochen bin. Mundsur geht an sich halt auch, oder ein x-beliebiger Dönerladen, Zazari, wie auch immer, ne?
wenn du einen vegetarischen Döner für 3 Euro kriegst, ist das völlig fein für mich. Ja, So. ja. Also, wie gesagt, kaufe ich auch auf keinen Fall jeden Tag irgendwie einen Döner jetzt oder sowas. Aber das meine ich halt, 3 Euro für eine komplette Mahlzeit ist voll okay. 3,50 für schön fett Käse rein, ja, geht voll klar. Aber wenn ich alleine irgendwie fucking Subway, wo das Billigste, das Vegetarische, kostet ja schon irgendwie, ich glaube mittlerweile über 6 Euro oder Ich so. dachte nicht, ich dachte, es sind nur so 4 Euro. Nee, das auf keinen So Fall. einen halben. Also mindestens 5,50 Euro. Ich glaube, ein Veggie Delight ist 2,99 € mittlerweile und verdoppelt halt doppelter Preis. Das günstigste ist, glaube ich, Irgendwie so ein so. Snack, so ein Laugensnack für 3 Euro noch was. Da hast du halt so ein Laugenbrötchen gefüllt mit Gemüse und ein bisschen Käse. Ja, aber also, und das ist das Billigste, ne? Also, wenn du da irgendwie, weiß ich, Meatballs oder so, ist glaube ich das Teuerste. Wenn du für eine Mahlzeit für so ein scheiß Sandwich, was eigentlich nur Luft und Zucker ist und halt ein bisschen belegt. Aber Subway nicht, die sind ja schon relativ gut dabei. Subway ist, ich liebe Subway. Ich ganz selten mal irgendwie in den Genuss komme, Subway zu essen. Das ist immer geil, aber Subway darf sich offiziell nicht Brot nennen, weil das zu viel Zucker und Luft ist, weil Naja, das. ich nehme meistens Wraps und keine Ja, gut, das Brote. ist nochmal was anderes. Aber ja, ne? Also, und in der Zeit, als ich echt so ganz wenig Geld hatte, wegen halt so BAföG-Sachen, die nicht kamen, habe ich auch mal so 2 Wochen nur von Toastbrot und Hummus gelebt, so. So jeder Mahlzeit und mal ohne Orangensaft, dann verdünnt morgens, weil ich dachte, fuck, ich weiß nicht, ob ich einkaufen gehen kann in 2 Tagen. Das war ziemlich hart, aber es ging halt, ne? Es ging irgendwie. Ja, wie gesagt, ich trinke ja Leitungswasser mit einem winzigen Schluck Sirup und ein bisschen Zitrone rein. Habe ich dann immer schön meine Zitroneneiswürfel. Alter, das ist übelst geil. Zitrone im Angebot, 99 Cent, so ein geiles, so ein Bündel, Alter. Ja, da mache ich mir Eiswürfel von, die halten 2 Wochen oder so, keine Ahnung. Und dann immer meinen Krug mit Wasser voll. Das ist übelst geil. Und ich gebe Ist quasi auch nichts für nice, Trinken aus und ich habe richtig geiles Trinken. ja. Und da will ich eigentlich hauptsächlich drauf hinaus. Wholesome, also für mich ist das wholesome, Greywolf, das musst du bewerten. Aber ich liebe das, im Supermarkt die roten und gelben Preise zu jagen, Stimmt, Alter. Ich bin da, ja. das ist, für andere ist das vielleicht irgendwie von außen so, oh, guck mal, der muss irgendwie die Sachen im Angebot. Nicht, es ist nicht mal, dass ich es unbedingt muss, es ist einfach geil. Es ist wie. Keine Ahnung, wenn du irgendwie ein Buffet hast oder so, also du kommst, das klingt so richtig dumm, aber du kommst auf eine Geburtstagsfeier und da kannst du ja auch nicht aussuchen, was auf dem Buffet ist. Nicht immer, nee. So, und hier in dem Fall ist halt mein Buffet alles runtergesetzt. Und immer, weißt du, jede Woche ist es mal was anderes. Und dann denke ich, oh ja, hier, jetzt ist das mal runtergesetzt. Ein Granatapfel für 79 Cent. Na, den kann man mal mitnehmen, so. Dann mache ich einen schönen Granatapfel, Alter. Pack das ab, Alter. Mach das in Joghurt, kann er auch tagelang von fressen. Übelst geil. Übelst geil, so. Und nächste Woche ist der Granatapfel halt nicht runtergesetzt. Ja, fuck off, dann nehme ich mir halt irgendwie dann wieder irgendwie ein Kilo Äpfel oder was weiß ich. Es ist so geil, ey. Ich Es ist schaue so. auch mal zuerst in diese reduzierte Ware rein im Kühlregal, so wenn da Ja. irgendwelche Joghurts und Puddings und so runtergesetzt sind und greife dann immer irgendwie irgendwas ab, was total billig ist. Ja. So ein Joghurt für 10 Cent, der früher 60 Cent gekostet hat, weil er morgen schlecht wird Das oder habe ich mir so. auch zum Glück abtrainiert, Alter. Da war ich früher ganz, ganz eklig. Also auch heute noch bei ein paar Sachen. Also, ich weiß gerade gar nicht, was mir Schlimmes einfällt. Also ein paar Lebensmittel gibt es, wo ich größere Probleme habe, wenn es drüber ist. Ich glaube bei Joghurt zum Beispiel oder Milch vielleicht, obwohl Hafermilch zum Beispiel oder Haferdrink sei jetzt auch nicht so. Aber Kuhmilch, die drüber ist, da zieht sich's bei mir echt Ja, so zusammen. zu tierische Sachen Boah. viel, viel eher, das stimmt. So, aber whatever. Das habe ich mir echt gut abtrainiert so. Und das, was du sagst, Alter, Sachen, die irgendwie morgen ablaufen, die dann dafür ein Zehntel vom Preis da sind. Holy shit, Alter, lad mich ein. Geil. Ja, das ist voll nice, das stimmt. So, aber was ich sagen muss, und das ich als Schnäppchenexperte, Greywolf, hör genau zu, damit du hier noch was lernst, ja. Die Sonderangebote, die an der Kasse sind, sind immer scheiße. Immer scheiße. Ja, Da das gibt es immer stimmt. diese Grabbelkisten da, wo dann irgendwie, da ist dann irgendwie plötzlich, denkst du von Weitem, aha, was kosten hier irgendwie nur 1 Euro oder so. Das ist immer Die scheiße. verarschen dich da nur. Das ist, also selbst runtergesetzt, ist das übelst teure Scheiße. Nicht machen, Greywolf, Ja, nicht das machen. stimmt. Aber es ist so geil. Es ist so geil. Ich will gerade noch nach weiteren Beispielen, wo ich dachte, so,
da nehme ich ganz gerne die günstigere Variante. Bei der Bahn zum Beispiel, ja. Da gibt es ein gutes Da laufe ich zum Beispiel lieber. Aber Beispiel. das hat andere Gründe. Da gibt es ein Beispiel, und zwar, wenn ich nach Erfurt fahre, kann ich immer zwei Tickets auswählen, VMT und Normalbahn. Und irgendwie kostet VMT 10 Cent weniger als mit der Bahn, obwohl du die gleichen Züge nutzen kannst. Gleiche Strecke, gleiches Angebot, gleiche Züge eigentlich auch, aber irgendwie 10 Cent billiger bei dem einen Anbieter. Aber ist das nicht, Auf der weil, gleichen App. also kannst du dich beim VMT-Ticket, kannst du dann nicht irgendwie direkt mit dem Bus weiterfahren in Erfurt oder sowas? Das weiß ich nicht. Das ist Vollmobil-Ticket ist das immer ja. so, dachte ich, wenn du. Wüsste ich gerade Oder nur nicht. VMT. Keine Fahr ich halt Ahnung. nicht. Heute auch wieder, Alter. Ich hatte halt Impftermin in Gera. So. Ich bezahle auch kein Geld für den Zug. Ich sag dann hier, mein Vater, der ist behindert, musst du zufällig in Gera mal einen Spaziergang machen? Ach, du musst jetzt auch nach Gera? Na, dann nimm mich doch direkt mit. Ah. So, Das ist weißt smart, du? ja. Und das sind halt so Sachen, das läppert sich. Und ich sehe halt nicht den Grund, nur weil ich mir jetzt leisten könnte, also ich könnte mir wahrscheinlich auch gerade einfach leisten für, weiß ich nicht, was das überhaupt kostet, 10 Euro nach Gera zu fahren oder was das Nee, ein kostet. bisschen mehr. Oh, Alter, siehst du, ja, schlackert's schon. Ja. Und könnte ich machen, aber warum? Warum, wenn es auch clevere Alternativen gibt? Wenn du das so hast, ich habe auch einen Bekannten aus Erfurt, der auch mal zu mir meinte, wenn ich mal irgendwie nach Erfurt fahren muss, er kann auch kostenlos fahren wegen Bahncard 100 oder so, dann soll ich ihn einfach anrufen, dann kommt er nach Weimar rüber und holt mich ab. Ja. Da habe ich mich so schlecht gefühlt, das zu machen, weil er dann seine Zeit opfern muss für mich, nach Weimar zu fahren Also und mein so. Vater freut sich, wenn er mit mir Zeit verbringen kann. Ja, so, das war ein schöner Ausflug heute. Er natürlich gleich wieder ganz ausgefuchster, der hat dann halt wieder gleich geguckt, okay, was gibt's in Gera irgendwie, wird da auf eBay gerade irgendwas Interessantes angeboten oder so, hat er gleich noch einen Deal auf dem Bahnhof gemacht. Richtig gut. Ja, aber ja, das sind so Sachen, das läppert sich einfach und keine Ahnung, ich finde das super geil. Das ist halt wie, das ist meine persönliche Gamification, ja, dass du so wie in einem Videospiel guckst, was ist der beste Lösungsansatz. Und natürlich muss ich gucken, dass ich, also was du gesagt hast, nur Toastbrot essen, das ist halt, das sind schon Dinge, die sind ja dann nicht unbedingt gesund, ja. Also so ein Nee. bisschen drauf achten. Ich habe jetzt auch, wie du bei Subway, die Wraps so. Die sind halt richtig geil. Vollkorn-Wraps ist natürlich jetzt auch nicht das Beste, was du essen kannst, aber da kannst du alles reinmachen. Ja. Du schmeißt nichts weg, deine Reste werden einfach ins Wrap reingerollt. Gemüse-Wrap, Alter, das ist übelst geil, da ist nichts Schlechtes dran. Das ist alles Ja. geil einfach. Super nice. Und das ist gut. Das ist einfach alles gut, Grey Wolf. Kannst du dir auch vorstellen, dass du dein Leben lang in der WG wohnst? Dann willst du auch mal was Eigenes haben. Weiß ich nicht, habe ich jetzt aktiv, ich weiß, ich bin so ein Hippie, ich lebe im Hier und Jetzt, aber wie gesagt, am ehesten kann ich mir noch vorstellen, dass ich mir halt ein Tiny House hole, aber ich will auf jeden Fall nicht allein ein Haus, das ist für mich absoluter Horror. Erstens, weil ich mich so fest, also wenn ich es jetzt erben würde, okay, dann hätte ich es halt, würde ich jetzt nicht sterben, so meine ich mal, Ja, aber es ist ja auch ein aber Aufwand. Du musst es ja auch irgendwie, du musst es besteuern, du musst es also die Kosten sind aufrechterhalten. dann nicht weg, nur weil du keine Miete mehr zahlst. Heißt Ja. es das nicht, dass du dann irgendwie ein übelst goldene Lotto gezogen hast. Meine Oma ist ja auch nicht mehr die Allerjüngste. Also die eine coole. Die andere weiß nicht, wie wir da gerade zueinander stehen. Neben der ich Die. gewohnt hatte mal. Hä? Neben der ich gewohnt Nee, hatte. nee, nee. Die wohnt weiter weg. Die hat halt Ach so. auch. Die hat einfach ein Riesenhaus. So. Und die hat seit 10 Jahren einen Mann. Der, also mein Stiefopa quasi, aber halt mein Opa, scheißegal, der halt bettlägerig ist, der irgendwie seit 10 Jahren auseinanderklappt. Die haben ja auch gerade so irgendwie Corona beide überstanden, Oh oder shit. Anfang des Jahres. Und die hat ein Riesenhaus und die obere Etage, die, also dadurch, dass sie da Besuch hatte, hat sie die ein bisschen gemacht, aber im Endeffekt, die obere Etage nutzen die gar nicht. Das ist alles Gästebereich. Dann unten ihr Wohnzimmer, ihr eigentliches. Das liegt auch jetzt seit 8 Jahren brach, weil einfach keine Zeit dafür ist, weil sie rund um die Uhr irgendwie ihren Mann betreut oder dies und das macht, dann eigentlich seit Jahren in Rente ist, aber trotzdem das noch weitermacht, weil die Leute halt eingefleischte Kunden bei ihr sind. Vertreterin, ne? Hier, geiler Staubsauger. Ah, nice. So, und dann denke ich mir halt, Alter, warum dieses Riesenhaus? Weißt du, wenn die eine kleine Wohnung hätte mit 2 Räumen und einem Bad statt quasi 3. Insane. Nee, das ist der absolute Horror für mich.
Jetzt sagt sie auch, du musst dringend mal vorbeikommen, du musst bei mir den Wintergarten machen und so weiter und so fort. Den machen? Ja. Du musst den machen? Ja, sauber machen halt. So. Ja, ich vergesse, meine Oma macht ja den Wintergarten sauber. Hm. Ja, also, nee. Also boah, ich bin ja schon, ich bin schon ein Freund von gewissen Luxusartikeln und Sachen. Ist okay. Hm. Ich finde es ganz gut. Also wenn ich das Geld dazu habe, dann gönne ich mir Luxus. Aber ich würde mir jetzt niemals einen Job zulegen, den ich hasse, nur um Luxus zu haben. Hm. Ich gucke immer nach dem, was ich gerade habe. Was ist mein finanzieller Stand gerade? Was kann ich mir leisten? Und das schöpfe ich dann aber auch voll aus. Hm. So, also es ist nicht, dass ich jetzt jedes Mal auf Null gehe, irgendwie jeden Monat, aber ich habe immer so einen Puffer irgendwie auf dem Konto und sage mir, bis dahin kannst du gehen. Wenn du das nicht erreicht hast, dann holst du dir halt noch irgendwas Geiles. Du kriegst nochmal einmal mehr Essen zum Beispiel. Hm. Weil ich halt finde, du lebst halt gut von dem Geld, was du ausgibst, nicht von dem, was du auf dem Konto hast. Das ist völlig richtig. Vielleicht kann, also erstmal habe ich jetzt mittlerweile auch nicht irgendwie Millionen gehortet oder so durch meine Strategie. Ich muss das ja teilweise auch machen, nur fühlt sich's nicht für mich an, als muss ich das machen. So, aber auf der anderen Seite ist mir klar, also ich habe jetzt auch nicht irgendwie den Masterplan, ich spare jetzt ganz viel Geld für irgendwas. Ich glaube eh, dass das alles noch ganz interessant wird in den nächsten 30, 40 Jahren, dass man da nicht irgendwie so die Sicherheiten hat. Aber, weißt du, Erfahrungen sind die Statussymbole des 21. Jahrhunderts. Hm. Und ich sehe es dann halt sehr viel sinnvoller, irgendwie dann nochmal irgendwie einen Urlaub zu machen. Oder halt eine Geschäftsreise, weil für mich muss ja immer ein Video. Ich war irgendwie. Du machst nie Urlaub. Nee, also wann war ich denn? Ich glaube wirklich Japan. Vor 8 Jahren oder wann das mittlerweile war. Wann war das? 2013, 14? Egal. Das war der einzige Urlaub, den ich wirklich gemacht habe, weil halt kein Video entstanden ist. Sonst jedes Mal, wenn ich irgendwo einen Ausflug hin mache, egal wie klein, ist immer halt ein Video bei rumgekommen. Mhm. Weil das muss halt für mich sein. Auch, das ist vielleicht auch ein bisschen krankhaft und antrainiert, aber für mich rechtfertigt das die Reise und die Kosten der Reise, weil ich irgendwie einen Mehrwert davon habe. Würde ich jetzt nicht so sehen, weil ich meine, du bist ja ein arbeitender Mensch. Du arbeitest ja durch deine Streams und Videos, die du so schon machst. Und Urlaub kann ja auch mal Urlaub sein, dass du auch mal abschaltest und die Kamera mal zu Hause lässt und sagst. Wie gesagt, das fühlt sich für mich halt dann nicht an, als würde ich jetzt hier krass arbeiten. So, es ist ja trotzdem irgendwie geil. Ich habe ja auch Videos angefangen zu machen, weil ich das gerne mache und nicht, weil denke, oh, ich bin die Bibi, ich habe jetzt hier ein Erfolgskonzept, das werde ich jetzt mal durchziehen, dann habe ich ganz viel Geld und hole mir ein fucking Riesenhaus, Alter. Oh, das, oh, haben wir schon im Brennpunkt drüber gesprochen, ne? Das ist wirklich das abstoßendste Gebäude, in dem ich je hätte leben müssen. Mhm. Die Gänge, Alter, das wirkt wirklich wie eine Sporthalle. Das ist ganz, ganz fürchterlich. Und da habe ich eher Angst vor, dass ich jemals irgendwie das Bedürfnis nach sowas habe. Da muss doch in dir irgendwas fehlen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, so eine Villa zu besitzen, weil ich gar nicht weiß, was ich machen sollte damit. Da komme ich, glaube ich, auch an meine Grenzen. Ich meine, so eine Zweiraumwohnung ist geil. Da hast du echt ein bisschen Platz, aber nicht zu viel. Musst trotzdem so ein bisschen gucken, was du halt hast, was du nicht haben kannst. So. Aber so eine 3-Stock-Villa mit 5 Badezimmern, was willst du denn damit anfangen? Ja, und vor allem so hässlich, Alter. Ja. Und so Riesenräume, wo du dann... Und die sind da halt zu zweit mit so einem Dreckswanst. Nee, 2, dachte ich, oder? Ach ja, mittlerweile. Ja. Ich glaube, aber als sie die Roomtour gemacht haben, weiß ich nicht. Egal. Ja, aber trotzdem. Was, wo, Alter? Alleine, wenn du in so einem riesen Raum, das war schon in der alten WG, warst du da schon mal? Nee, ne? Nee, in der alten nicht. In der Straße. da war halt auch so ein großes Wohnzimmer und alleine das hat sich halt schon so eklig angefühlt. Mhm. Wozu, Alter? Also für mich, ne? Es gibt ja Leute, die lieben diese Open Spaces und so. Super, ich kann es schon nachvollziehen, wenn du hier deine Partys geschmissen hast, so, da war es schon manchmal hier sehr eng. Irgendwie, ja, es waren halt, weißt du? 40 Leute irgendwie hier, das ist natürlich so schwierig. So Jackbox hier spielen, weißt du, muss dann die Hälfte irgendwie im Nebenraum sitzen und muss dann um die Ecke gucken, so. Aber ich finde das, das ist halt kein Luxus oder so, aber ich finde das halt auch irgendwie geil. Ja. Also, wenn du dich als Gast gequält fühlst, dann gar nicht. Tut's mir leid, ist das halt so. Ich wollte nur damit sagen, dass du halt, also es halt schon geil sein kann, einen Raum zu haben, den man nicht immer nutzt, aber wenn du halt weißt, irgendwie du machst einmal im Vierteljahr irgendwie eine Feier oder so. Wow. Ja. Da denke ich mir halt, im Vierteljahr, das rentiert sich nicht. Aber ja. Ich verstehe doch, was du meinst. Ist alles nice to have, aber... Weil ich konnte auch nie Partys feiern in meiner Wohnung, die ich bisher hatte, weil meine WGs immer recht klein waren und auch die Wohnzimmer immer so
weiß ich nicht, so mickrig ausgefallen sind, zugestellt waren. Und ich habe jetzt zum ersten Mal in meinem Leben eine Wohnung, wo ich auch mal eine Party schmeißen könnte. So. Und es ist so, Na, da ich bin ich könnte mal es. gespannt, ob du es auch machst. Ja, ich weiß nicht. Es ist halt ein sehr hellhöriges Haus, aber prinzipiell so muss ich sagen, dass ich es könnte und dass der Platz da ist, ist für mich schon so ein gutes Gefühl. Ja. Jetzt hat meine Gäste mir leid, meine alten WGs, wenn die halt irgendwie da irgendwo pennen mussten und so. Und dann haben die sich irgendwie zu viert irgendwie ins Badezimmer da. Also, ich hatte ja mal Ja, ist doch witzig. eine Band bei mir eingeladen, so die dann gepennt haben bei mir. Und die haben sich dann ins Badezimmer gequält. So eine Badewanne, drei auf dem Fußboden, so. Und das hat mir immer voll leid. Und ich finde es jetzt ziemlich nice, dass ich halt jetzt Gäste einladen kann, so. Alter, als wir in Frankreich waren letztes Jahr, da waren wir halt auch in Jendriks Wohnung, die winzig ist, in Marseille. Wie viele waren wir? 7? 8 Leute, glaube ich. Oder waren wir sogar 9? 1 mit 5? Nicht. Ich glaube, wir waren 8. Es fühlt sich gerade irgendwie an wie 8. Mit Jendrik. Egal, auf jeden Fall war die Bude voll. So, und ich fand das geil. Ich habe da auch in der Küche auf dem Boden geschlafen. Das ist natürlich kein Luxus. Nee, es Aber geht mal. ich weiß nicht, das ist halt hinterher eine viel geilere Erfahrung als, ja, okay, wir haben halt bei anderen Leuten geschlafen, genauso luxuriös wie zu Hause. Das ist doch wack irgendwie. Das ist doch, das hast du hinterher nicht mehr im Kopf. Da bei Jendrik auf dem Boden, Alter, zu 8. Draußen auf dem Balkon, sage ich schon, es war halt ein Dach, wo man rausklettern musste. Das ist halt irgendwie die viel geilere Story. Und solange man das Ja. mitmachen kann, also klar, wenn du irgendwie 70 bist, da sehe ich das ein, dass du vielleicht ein gepolstertes Bett brauchst. Aber also, solange man es machen kann, Alter, ist es einfach die viel geilere Story. Ja, für so Abenteuer, klar, außer auch bei Festivals. Ich hasse ja Zelten eigentlich, ja. Also Zeltlager oder irgendwelche Campingausflüge hasse ich. Aber zu Festivals hat es für mich immer gehört, dass man irgendwie auf dem Zeltplatz pennt, auf einer dünnen Matratze und sich den Arsch abfriert und dann am nächsten Morgen übelst schwitzt. Und da hatte ich auch mal so ein befreundetes Pärchen von unserer Gruppe, die sich mal ein Hotelzimmer gesucht haben in der Stadt. Ekelhaft. Sondern immer nach den Konzerten zum Hotel gefahren. So. Und das war immer so, die waren dann immer so ausgeschlossen von der geilen Zeit auf dem Campingplatz und die haben dieses Gefühl nicht mitgenommen, dass man verschwitzt und stinkend vor der Bühne steht und da rumtanzt, so, weil man nicht No. duschen konnte oder wollte. Da bin ich auch so ein bisschen, dass ich sage, okay, Boah, da habe dann. ich, aber muss ich kurz einhaken, bevor ich das vergesse, sorry, aber da habe ich echt ein bisschen Bammel vor. Wir sind ja auf dem einen oder anderen Konzert. Und also, es ist ja echt eine Weile her, dass ich gerochen habe. Und ich glaube, dieser Geruch wird mich echt hart überwältigen. Oh ja, oh ja. Weil, also, ich habe das jetzt schon erstmal. Kippe macht mich ja übelst aggressiv, wenn ich das rieche. Aber auch jetzt, wenn ich Menschen rieche, du, boah, da denke ich mir manchmal, oh, das muss gerade nicht sein. Da gehe ich echt ein bisschen ab. Und deswegen, sorry, auch wenn ich gerade heute ein bisschen ranzig bin. Ich habe für dich extra heute Parfüm drauf gemacht und Ja, Deo, dann weil ich alles weiß, dass gut. du gestern Abend wieder im Bett lagst und dich An dich betatscht gedacht hast. habe. Ja. Ja, und da ist es halt wirklich, wenn du da irgendwie. Alter, tausend verranzte Wenster-Wanstes Wunstes um dich drum. Oh, da bin ich echt ein bisschen sensibel geworden, glaube ich. Und eine Schweißpelle nach der anderen, die du ins Gesicht bekommst von Ja. irgendwelchen tanzenden Leuten und so. Oder ich hatte es ein paar Mal, dass ich bei irgendwelchen Konzerten war und der vor mir oder hinter mir die gefurzt haben und es übelst gestunken hat. Ja, und gerade jetzt mit der Awareness auch einfach, weil durch Corona hast du ja Ja. schon so ein bisschen mehr das Gefühl für was anderes so von sich geben, Ja. mal husten und so. Da bist du sofort irgendwie aufmerksam. Und Ist da echt hast so, du, ja. da bist du mittendrin, Alter. Das wird dir alles ins Gesicht gerieben. Boah, da habe ich echt Bammel vor. Das wird Shit. einiges verändern, glaube ich, langfristig, die Ja. aktuelle Situation. Ja, also, aber wie du sagst, Festival, das gehört Ja. auf jeden Fall dazu. Sorry, dass ich dich da unterbrochen habe. Nee, ist alles gut. Und Fühle auch ich. da musst du ja billig einkaufen und musst du mit so wenig Platz wie möglich auskommen, deinem Ja. Rucksack. Da hast du Dosenravioli, irgendwie 20 Stück und Cornflakes ohne Milch oder so. So ein Sack voller Kekse hatte ich da, diese. Ja, stimmt, Die Kekse. stopfen halt gut, Alter. Aber es ist schon räudig. Aber es ist geil, ist hinterher. Gute Story. Ich hatte jeden Morgen so Cornflakes ohne Milch, so, weil wir die vergessen hatten dann beim letzten Mal. Ja. Da hatten wir nur so diese Kelloggs mit Zucker drauf gegessen, einfach mit einem Löffel. Geiles Frühstück. Vor allem, ach so, ihr habt aber nicht noch extra Zucker drauf gemacht. Nee, Okay, ich die waren dachte, schon mit Zucker so. Kelloggs mit Zucker drauf, so, Nee, die ekelhaft. gibt's auch zuckerfrei, die Kelloggs hier, aber die hatten wir nicht. Nee, wir haben dann gedacht, wir brauchen ein bisschen Energie und Zucker und Ja. so. Ganz wichtig. Ja, super geil.
Aber ja, wenn ich mir das halt so überlege, Projekt Tiny House wäre, glaube ich, schon eine Sache. Ich glaube, das ist aber auch teurer, als man denkt, aber keine Ahnung. Also kauft man ein echtes Haus, ja? Musst du weniger putzen, bestimmt. Auf jeden Fall. Es ist mobil. Wenn es mobil ist, ist es mobil. Das ist halt, das ist in Deutschland ein bisschen problematisch. Da bist du sehr eingeschränkt, was die Größe angeht. Wenn du es noch transportieren willst, ich glaube irgendwie nur 2,90 Meter hoch oder sowas. Du brauchst auch eine Wohnadresse, eine Anschrift, ne? Da bist du wahrscheinlich bei deiner Familie gemeldet oder so offiziell, aber Ja, bist da dann. wird Briefkastenfirma in Panama, ganz klar. Ah, ja, das geht auch, Können ja. Sie gerne GEZ hinschicken. Die freuen sich in Ja. Panama. Also da hätte ich theoretisch Bock drauf. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, das brauche ich unbedingt so. Das ist eher so ein bisschen Unabhängigkeit. So. Da bin ich so zivilisiert. Also ich bin ganz gerne so ein bisschen abhängig von der Gesellschaft. Ich finde es eigentlich ganz geil, dass ich irgendwie mir eine Wohnung mieten kann und ich kann irgendwie Kann ich ja Sachen trotzdem, wenn ich das einkaufen. unbedingt will. Ich hatte das Gespräch mit einem Kumpel vor ein paar Tagen, der meinte, er wäre ganz gerne so ein Aussätziger, weißt du, mit so einem Haus in einem Wald, Nee. irgendwie Tiere schießen und dann irgendwie so 2 Wochen lang von einem Wildschwein leben und Sachen anbauen und so. Das fände ich ja ganz schwierig und ohne Fernseher, ohne Internet und so. Wäre gar nicht meins. Ich bin schon so ein bisschen so ein Civilization-Victim. Also Internet ist auf jeden Fall ultra wichtig, Ja. so. Aber ich würde mich dann auch eher nicht in den Wald irgendwo hinstellen. Aber guck doch mal, also kannst auch in Berlin mitten in der Stadt gibt es ja auch diese komische Zeltsiedlung und so. Da gibt es schon Mittel und Wege. Und das ist jetzt auch noch kein ne, Plan oder so. Das ist nur, das könnte ich mir am ehesten vorstellen. Es ist klein, es ist kompakt. Ich finde auch, das ist jetzt ein winziges Beispiel, aber dass da oben der Platz nach oben so genutzt ist und diese Wäscheständer da hängen. Ah Das ja. Gefühl, gibt mir auch einfach so ein gutes Gefühl. Dieses gibt auch so, ja, japanische Haushalte sind ja auch teilweise so, da faltet sich das so ineinander, ist übelst Stimmt. platzsparend. Ich liebe das. Das gibt mir so ein geiles Gefühl, wenn dein Haus einfach ein Transformer ist. Und das ist geil. Es ist ja auch progressiv, ja. Gerade wenn immer mehr Menschen existieren auf der Welt, brauchst du auch Ja. ein bisschen mehr Platz. Und da kann es schon Sinn ergeben, dass man so ein bisschen Platz spart Auf als jeden Fall. Gesellschaft, als Familie, als lebender Mensch. Ich war noch nie da oben tatsächlich. Oh. Auf dem Man Cave Dach musst du auf oben. jeden Fall mal. Ja, es gibt ja auch jetzt Projekte, dass so wie wenn so Container auf Frachtern transportiert werden, dass das als Wohneinheiten quasi so, natürlich nicht dann so im Container-Style, aber so in dem Stil, so übereinander, dass das halt ein kleines Hochhaus aus Tiny-Häusern quasi ist, so in die Richtung, gibt es auch alles schon Projekte. Und in die Richtung muss es wahrscheinlich auch gehen, einfach um Platz zu sparen. Wir gehen ja immer noch weiter. Ich glaube, irgendwie bei 9, 10 Milliarden irgendwie pendelt sich's ein, Ende des Jahrhunderts. Grob Hochrechnung. Und irgendwie muss es ja in diese Richtung gehen. Und wenn dann noch die Flüchtlinge kommen, Alter. Ich wollte es gerade sagen, die Geflüchteten machen es ja jetzt schon vor mit ihren, die müssen ja auch in so Containern übernachten, so Ja. zu zehnt. Das ist quasi nur ein Modellprojekt von der Regierung. Das ist nicht, weil Auch sie diese Geld Boote sparen da, wollen. Die Boote, mit denen genau. die herkommen, ist es auch so ein Projekt für modernen Transport. Genau. Viele Ja. Menschen, wenig Platz. Deswegen gewöhnt euch schon mal dran. Ja, und Russland wird auch übelst gut dastehen, Warum? ne? War Russland das Land? Nee, es war ein anderes Land, was jetzt gesagt hat. Wer war denn das? Irgend so ein Hurensohn war das, glaube ich. Ach so, das war Warren Buffett. So einer der reichsten Menschen der Welt. Der hat gesagt, er macht jetzt die Klimarichtlinien, wie sagt man, die Maßnahmen so. Da fährt er jetzt ein bisschen zurück. The world will adapt. Also von wegen, die Welt wird sich schon dran anpassen. Wird Ah sie ja. auch, ja. Die Frage ist halt nur, wie glimpflich kommen wir davon beim Anpassen. Und das ist ein kleiner Hurensohn. Klar, der Körper passt sich auch an, wenn du einen Schlag in die Fresse kriegst, dann kriegst Ja. du auch so ein blaues Auge zum Beispiel. Ist auch eine Art von Anpassung. Richtig, und mit dem Schmerz gehst du auch um. Genau, So, ja. aber muss halt nicht unbedingt sein, ne? Und wenn man den Ohr abschneidet, klar, du kommst auch zurecht damit. Man kommt zurecht, Ja. man passt sich an, man hört dann halt die Musik auf der anderen Seite, ist auch okay. Ist ein cooler Typ, ja. Aber die Frage ist halt wirklich, ob es sein muss. Ja, aber ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt drauf gekommen bin. Ach, wegen Klimaflüchtlingen und so. Also wir werden wahrscheinlich ein bisschen weniger Platz haben. Natürlich geht dann dafür auch Grönland wieder und da oben wird es dann vielleicht ein bisschen schöner, aber Auch die müssen ja, den Gürtel enger schnallen. Sibirien, darüber bin ich ja gekommen, weil Russland wird sehr profitieren, auf jeden Fall vom Klimawandel. Ja, Weil die frieren. dann nicht mehr.
Sibirien wird freigeeist sein und da ist dann sehr, sehr viel fruchtbares Land. Und, auch spannend ist die Thematik Auswandern. Zum Beispiel in die Schweiz wollen ja mal viele gehen, weil man da ja viel Geld verdient. Mhm. Auf der anderen Seite sind aber auch die Lebenshaltungskosten sehr, sehr hoch. Ja. Das heißt, es ist letztendlich eine Milchmädchenrechnung, zu sagen, ich ziehe da weg. Oder na, die Grenze ziehen zum Arbeiten in die Schweiz, zum Leben in Deutschland. Oder so, ja. Das geht. Wäre mir zu anstrengend zu pendeln. Außer du wohnst an der Grenze direkt. Ja, ja. Das ist smart. Machen das Menschen? Ich habe gehört, Menschen machen das. Oh nein. Ich kenne davon Menschen, Leuten, Geschichten. Und auch das Thema Zähne zum Beispiel, ja. Mhm. Ich bin ja so ein Typ, ich habe immer irgendwie Löcher in den Zähnen, weil ich einfach so scheiß Zahnschmelz habe, seit ich ein Kind bin, ist das schon so. Weil es so viel City-Pizza ist. Wahrscheinlich, oder zu wenig. Ja. Und seitdem ich volljährig bin, werde ich immer gefragt, was ich für eine Füllung haben möchte. Diese graue, betonartige, die kostenlos ist, oder die teure, die halt weiß ist, die man dann nicht sieht. Und ich denke mir jedes Mal irgendwie, das ist doch voll die Kunden verarsche, weil kann man dann nicht diesen Beton einfach nicht weiß färben. Ja. Weißt du, die wollen, dass du mehr Geld bezahlst dafür. Und ich nehme immer Beton, also immer dieses, und nicht Beton, aber jedes Mal diese graue Füllung, weil ich bedenke, alter Scheiß, hast du da irgendwie, egal wie es aussieht. Kein Bonus? Kann das sein, dass du nicht regelmäßig zum Zahnarzt gehst? Doch, oder? Doch. Also ich habe auf jeden Fall irgendwann mal noch eine Füllung gekriegt vor ein paar Jahren und da habe ich nichts extra bezahlt. Das, also es war schon. Aber auch so eine weiße Füllung? Ja, ja. Ich hatte vorher auch, ich habe irgendwie 3 oder so. Vorher hatte ich 2 von diesen Dingern und da wurde ich auf jeden Fall gefragt. Das war, weiß ich, 2015 oder so. Und da haben wir auf jeden Fall die Helle gemacht. Da habe ich nichts für bezahlt, Alter. Never. Ich hätte, auf jeden Fall hätte ich kein Geld bezahlt. Nee, also ich musste jedes Mal, wurde ich gefragt, wollen Sie zahlen oder wollen Sie die kostenlose Füllung? Habe ich mal die kostenlose genommen. Ich denke, die gehen ja genauso. Sehen nur scheiße aus. Aber wer sieht denn das? Das ist das eigentlich immer noch Amalgam oder so, was eigentlich irgendwie ungesund ist? Oder, nee, das wurde doch mittlerweile ersetzt, glaube ich. Aber den Begriff kenne ich noch. Also es kann sein, dass es noch so ist. Kann ich nicht sagen. Ja, also ich würde, glaube ich, also gut, wenn es vorne an Schneidezähnen wäre vielleicht, aber so würde ich da Backenzähne, ey, fuck off. Das wäre mir egal. Das sieht keiner, außer beim Gehen und beim Lachen vielleicht. Ja, das wäre mir egal. Aber ja, also wholesome. Jetzt haben wir über Klimaflüchtlinge und so geredet. Wholesome. Ich find's geil. Sachen, die besser sind, wenn man wenig Geld bezahlt. Darüber wollten wir auch noch sprechen. Sachen, die kostenlos Alter, sind. Alter, ja, stimmt. Sind. Auf jeden Fall. Auf Sachen hinaus. Und da ist halt eine Sache zum Beispiel bei Jendrik auf dem Fußboden schlafen. Ja. Das ist völlig kostenlos. Das Couchsurfing war ja mal so ein ganz großer Trend. Couchsurfen, ja. Ich war auch, als ich anfing zu studieren, so in den ersten Semesterferien, war ich auch immer Couchsurfen in Köln oder in Österreich und so. Ja. Das war übelst nice. So, hast nichts bezahlt, hast halt vielleicht mal so einen Kasten Bier hingestellt für die WG, wo du gepennt hast. Ja. Und das war kostenlos. Klar kannst du sagen, irgendwie in einem Hotelzimmer hast du dein eigenes Zimmer und wirst dich belästigt, hast noch Frühstück und so, wo du in Ruhe gelassen wirst. Aber gerade dieses unter Menschen gehen und so Leute kennenlernen und sich austauschen, das war irgendwie sogar noch geiler, als wenn du im Hotel gewesen wärst für dich alleine. Und so hast du schon mal Anschluss irgendwie gefunden. Auf jeden. Und ich weiß noch, damals in, wo war das denn, in Berlin, glaube ich, habe ich auch Couch gesurft. Und da bin ich mit den Leuten rumgehangen dann die ganze Woche, wo es gar nicht geplant war. Aber es war eine geile Zeit so. Da hatte ich quasi kostenlos nochmal Programm gehabt irgendwie. Ja, mega. Genau da wäre ich jetzt auch auf jeden als erstes gekommen. Natürlich ist, ja, ich war schon mal in Japan. Nein. Das ist, ich weiß, ich habe das auch schon ein paar Mal erzählt, aber das ist einfach das beste Beispiel. Ich bin sehr, sehr sicher, dass dieser ganze Aufenthalt sowas von aufgewertet wurde, dadurch, dass ich komplett ungeplant und ohne Geld auszugeben übernachtet habe. Mhm. Du kommst halt viel eher mit Leuten ins Gespräch, weil du halt genötigt bist, es zu tun. Mhm. Also hin und wieder, ich habe ja wie gesagt auch auf Hochhäusern geschlafen und so, und das ist halt einfach, keine Ahnung, du bezahlst nichts, es ist wie bei Jendrik, es ist kein Luxus, aber es ist, macht dir einfach die Story viel geiler, das Erlebnis. Weil es einfach was Besonderes ist. Warum vergeht in der Kindheit die Zeit so langsam? Weil du so viele neue Erfahrungen sammelst, so viele neue Experiences hast. Wenn du dann in deinem Alltag bist und immer wieder das Gleiche durchleierst, du liegst jeden Tag in deinem scheiß verkackten Bett, so, das ist halt nicht special. Aber wenn du dann aus diesem Muster ausbrichst, neue Erfahrungen machst, auch wenn die halt vielleicht nicht luxuriös oder komfortabel sind, es ist trotzdem geiler. Da bin ich tausendprozentig von überzeugt. So. Und wie du auch gesagt hast, man kommt halt mit Leuten in Kontakt, das ist viel geiler. Obendrauf spart man,
Ja, das ist natürlich ein schöner Nebeneffekt. Aber darum soll es ja gehen. Was kann man Geiles machen, ohne Geld auszugeben? Ja, und man kann auch billig Videos produzieren. Man braucht nicht irgendwie ein riesiges Team um sich rum und eine Förderung und Catering. Man kann auch einfach mal Freunde fragen, hast du Bock mitzuspielen? Ich halte die Kamera, du sagst diese Sätze irgendwie vor und dann gebe ich dir halt ein Eis aus oder so. Kann auch ein geiles Video entstehen, so low-budget-mäßig. Und ich bin in diesen ganzen so in Facebook-Gruppen drin von Filmemachern. Und wenn dann immer so kostenlose Angebote reinkommen, ja, ich suche einen Schauspieler und eine Schauspielerin, aber wir können nichts zahlen außer Anreise. Dann kommen sofort immer die Ersten, die schreien, ja, wie kann man so unfair sein den Leuten gegenüber, man muss dich auch bezahlen für ihre Leistung und es wird doch eh scheiße werden. Da denke ich mir aber jedes Mal, ja, du musst doch nicht da mitmachen, wenn du halt Geld haben willst. Es gibt ja nun mal Schauspieler und Schauspielerinnen, die das auch nur als Hobby machen, ja. Und auch die diesen Film drehen, die Verantwortlichen. Die leben ja auch oft nicht davon, wenn nur ein geiles Produkt irgendwie abliefern. Und es ist auch für alle da Kunst letztendlich. Ja. Und wenn die Bock haben, jemanden einzustellen, der halt vielleicht weniger gut ist, dafür aber kostenlos spielt, ist doch für alle was dabei. So, dann haben doch alle irgendwie gewonnen und keiner hat was verloren dadurch. Ja, muss man halt gucken, dass die Person, die dann quasi der Regisseur ist, dass die nicht so sehr knechtet, wenn es eh kostenlos ist, aber... Nee, es ist voll gut. Also ich kenne das ja auch von meinen Anfängen, dass ich ja auch viel kostenlos gespielt habe, einfach um meinen Demoband zu füllen und so weiter mit meinem Showreel. Und du bist noch mehr der King am Set als Schauspieler dann, weil du nicht bezahlt wirst und die sind von dir abhängig. Wenn du am letzten Drehtag sagst, du hast keinen Bock mehr, sind die am Arsch. Du hast keinen Vertrag mit denen. Und die können dich nicht umbesetzen, weil die schon alles mit dir gedreht haben. Ja. Und jetzt fehlt nur noch die Abschlussszene. Wenn du da nicht da bist, können die den Film nicht schneiden. So. Da bist du ja erst recht in der Verantwortung zu sagen, cool, die sind auf mich angewiesen. So. Und die bundeln dich dann erst recht richtig gut. Ja, nice, stimmt. Wenn du bezahlt wirst, könnt ihr immer sagen, ja, hier, wir haben einen Vertrag und so, du musst das jetzt erfüllen und du musst jetzt da sein. Schön. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. True. Wirst du mal bei richtigen Drehs oft so rangenommen, so dass wirklich... Also, oh ja. Nee. Im Trailer, ja. Nee, also das Klischee ist ja schon, dass, weißt du, dass nicht jeder Schauspieler ist, wie heißt er da, Durchdreher? Klaus Kinski. Ja, sondern das Klischee ist ja eher, dass die Regisseure immer so in diese Richtung sind, dass sie halt, weißt du, es muss alles passen und scheiße, Schnitt! Ja, ich hatte so 2-3 Mal vielleicht, dass mich Regisseure richtig genervt haben, die richtig schlecht drauf waren. Und wo ich auch einmal gesagt habe, da war ich auch eingestellt und bezahlt und so, da habe ich dann gesagt, so nicht. So, wenn du so mit mir redest, habe ich keinen Bock mit zu spielen, ich gehe jetzt in meinen Raum und du kannst nochmal kommen in einer Viertelstunde und mit mir in Ruhe sprechen. So. Und er kriegt nicht vor die Kamera. Und dann bin ich verschwunden, er kam nach einer halben Stunde dann zu mir und hat sich entschuldigt für seinen Ton und danach war er nicht mehr so doof zu mir. Nice. Er meinte, ja, ich habe, der Dreh ist gerade so stressig und so. Oder wir fehlen gerade Gelder, wir wissen nicht, wo wir sie herkriegen und ich habe es an die ausgelassen, tut mir leid. Ja. Da bin ich inzwischen, bin ich da in der Lage zu sagen, ich bin auch ein Mensch, so, ich habe auch Rechte, ich habe hab Gefühle, so, und jetzt kann ich auch dazu stehen. Und als ich anfing, habe ich auch mit mir viel machen lassen, habe mich auch manchmal anschreien lassen von irgendwelchen Leuten und dachte, ich mache alles falsch, muss mich jetzt fügen, aber das musst du nicht. Egal, ob bezahlt oder ob du nicht bezahlt bist. Ja. Also das Nächste, was ich jetzt sagen werde, kommt aus meinem Mund, was der Mund von einem jemand, der quasi nur Entertainment macht. Also man könnte jetzt ja böse Zungen sagen, ich trage nichts bei oder so. Aber das so finde ich das nicht. Ja? Mhm. Das ist sehr wichtig, Entertainment, in welcher Form auch immer in der Gesellschaft, definitiv. Oder Kultur oder was auch immer, wie du es auch nennen willst, scheißegal. So, aber was für mich sehr, sehr befremdlich war, ich war ja zum Beispiel mal beim Kika-Dreh dabei. Ja, bei welchem? Womit ich, aber da habe ich ja ein generelles Problem damit. Nein, das war hier krimi.de von Kallis und so, Zeug. Ja. Zweimal, glaube ich sogar. Und ich habe einfach ein krasses Problem damit, wie ernst das genommen wird. Auch beim Fernsehen ist das auch so. Ich denke mir halt, ihr seid jetzt gerade nicht Chirurgen, die hier gerade Menschen aufschneiden. Ihr macht hier gerade Entertainment. So. Wenn da was schief geht, ja, ist halt nicht cool. Aber alter Leute. So, und da habe ich ein hartes Problem mit, gerade weil ich halt auch diese Vorurteile gegen deutsche Schauspielerei und so habe, wo ich mir denke, ey, so geil, was ihr da macht, ist es eh nicht. Jetzt müsst ihr es nicht auch obendrein so ernst nehmen. Ich möchte dich nicht zu sehr angreifen, ja, angreifen, du machst es ganz toll, das ist schön. Das ist ja mein, ich weiß ja, dass das mein Ding ist, so.
und nicht das, aber das ist für mich ganz, ganz schlimm, wenn ich da zu dem Dreh hingehe und die Leute so. Ich weiß, dass das wichtig ist, dass es da leise sein muss, wenn halt gerade gedreht wird, aber dass die da das so ernst nehmen, Alter, das, oh, das Also ja, bringt mich auf die es gibt Palme. beim Film Leute, die sich sehr ernst nehmen Ja. und die mich auch ankotzen so und ich auch mal sagen muss, manchmal so, fahr mal ein bisschen runter, du kannst auch ruhig mit mir sprechen. Auf der anderen Seite geht es auch um viel, viel Geld. Ist Jede richtig. Drehminute ist so unfassbar teuer und jeder Take, der schief geht, kostet nochmal extra Geld, weil du alles nach hinten schieben musst und Miete zahlen musst für welche Locations und auch Equipment und so weiter. Verstehe ich. Und deswegen ist es schon wichtig, dass man da eine gewisse Seriosität an den Tag legt und auch konzentriert ist bei der Das Arbeit. verstehe ich alles. Ich sag nur, am Ende des Tages schneidet ihr keinen Menschen da gerade auf. Nee, aber der Regisseur zum Beispiel muss oftmals auch haften für Dinge, die nicht funktioniert haben. Und wenn er irgendwie den Film nicht fertig kriegt, muss er im schlimmsten Fall, wenn es ganz, ganz schlecht läuft, aus eigener Tasche die letzten Drehtage bezahlen. So. Und es ist unfassbar teuer. Und er hat ja auch Deadlines einzuhalten. Also Ja. ich kann manchmal schon verstehen, dass manchen Leuten der Arsch auf Grundeis geht. Ich habe ja auch schon Regie geführt für Musikvideos und so weiter. Und der hat nur für einen Tag Zeit hast, so dieses Video zu drehen und Sachen gehen schief, Sachen kommen zu spät und Sachen kommen gar nicht, Schauspieler kommen nicht. Da hast du so ein Kackegefühl im Darm, dass du kacken musst. Also da wird der richtig schlecht im ganzen Körper. Ich kann es deswegen manchmal nachvollziehen. Ja. Und du hast vor allem Angst, wenn du wahrscheinlich als du es als erlebt, dass du lauter warst und dann wurdest du Also ich so. persönlich wurde nicht ermahnt. Ich habe Ach das so. wirklich als stiller Beobachter halt so angeguckt und fand es einfach befremdlich. Weil am Ende kann es auch passieren, dass die auch nur so ein kleiner Fisch sind und die halt richtig auf den Deckel kriegen von Leuten, die noch dümmer oder noch dürfer sind als die und dann auch angeschrien werden und das halt nicht wollen. Also am Set ist echt manchmal eine richtig düstere Atmosphäre. Ja, aber oh Gott, ey, haltet alles Maul. Ja. Bei teuren Ja. Produktionen ist es zumindest so. Bei billigen ist es manchmal ein bisschen weniger der Fall. Ich denke mir halt auch einfach. Klar, ein bisschen Disziplin und so, aber wenn das ein bisschen lockerer wäre, würde das vielleicht auch für eine entspanntere Atmosphäre sorgen, die dann wiederum eher dafür sorgt, dass halt nichts schief geht. Weil wenn man angespannt ist, geht vielleicht eher was schief. So, wenn man sagt, so, wenn man so auf Glas läuft, sozusagen, Also durch ein Minenfeld. letzter Punkt dazu ist, ich so als jemand, der halt spielen muss, ist es schon wichtig, dass man auch eine Seriosität da hat und dass man irgendwie einen Rahmen hat, der professionell ist. Also ich war auch schon an Sets, die chaotisch waren. Und da hatte ich keinen Bock zu spielen, weil nichts geklappt hat. Du spielst perfekt, weißt du, hast deinen Text drauf und so, Laune war gut. Da war dann zum vierten Mal eine Angel im Bild. So, ah ja, ist doch nicht so schlimm. Doch, ich spiele gerade zum fünften Mal diese eine Szene, habe keinen Bock mehr drauf und ich muss jetzt wegen dir, du da die Angel nicht hochhalten kannst, nochmal das alles spielen. Und wenn ich schlecht drauf bin, sieht man das vor der Kamera. Wenn der Tonmann oder der Regisseur schlecht drauf Dann ist, bist du aber merkt das schlecht, keiner. wenn man dir das ansieht. Naja, aber wenn du da. Ich hatte einmal, das ist echt das Letzte dazu, einmal hatte ich in einem Kurzfilm eine Hauptrolle und wir mussten eine Szene, wir hatten 40 Takes. 40 Takes für eine scheiß Szene und ständig lag es in der Technik. Viermal war es vielleicht meinetwegen, weil ich mich versprochen habe oder ich falsch gelaufen bin, aber die anderen 35 Takes waren wegen Angeln im Bild, wegen Schärfe war falsch eingestellt, dann ist einmal der Kameramann gestolpert und so, da rastest du irgendwann aus. Da war ich so schlecht drauf am Ende, dass ich gesagt habe, Alter, einmal mache ich es noch, habe ich dann gesagt. So, einmal mache ich es noch, ich habe keinen Bock mehr, weil die Szene auch so lang war. Da war ich auch einmal kurz davor, Klaus Kinski zu werden. Einmal. Da habe ich ihn zumindest im Ansatz verstanden. Ja, Nur war es bei wir ihm drehen schon. ja einen Nur war es bei ihm halt Film! schon beim ersten Take schwierig. Ja, bei mir braucht es 40 Takes, bis ich böse werde. Okay. Ja, das nur dazu. Sehr wholesome, Tino, sehr wholesome. Ja. Also ich kann auch mal giftig werden, aber es braucht echt viel dazu. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt wieder drauf gekommen bin. Ich wollte nur mal wieder über den deutschen Film abranten. Ja, gerne Ganz mit Recht. wholesome. Gerne mit Recht. Aber da hast du immerhin über Geld geredet. Guck mal. Stimmt, ja. Leben mit wenig Geld ist am Filmset schwierig, scheinbar. Außer es wird halt Larifari. Naja, ich muss sagen, mir gefällt es besser, wenn ich bezahlt werde, weil du musst ja beim Film auch viel warten, so. Und dann ist es keine Zeitverschwendung, da ist es so geil, heute kriege ich 120 € für rumsitzen, so. Wenn du aber nicht bezahlt wirst, dann bist du darauf geeicht, als Spieler, alles schnell durchzurattern, dass du halt schnell nach Hause Ja. kommst, so. Das ist auch nochmal der Unterschied zwischen Geld und Nicht-Geld. Naja, auf jeden Fall kann ich fühlen. Ich war ja auch schon mal bei solchen Dingen, wo ich dann auch viel gewartet habe und so. Und es ist nicht das Geilste. Nee, Da willst du es kann lieber was machen, nerven. als Ja. einfach rumsitzen. Ja.
Ja, super geil. Also Grey Wolf, ich kann dir auf jeden Fall empfehlen, das mal zu probieren. Nicht schauspielen, sondern Schnäppchen zu handeln. Es ist eine Leidenschaft von mir geworden und eine Sache, die mich überhaupt nicht irgendwie. Also, das hat David halt auch so gesagt, wie, das ist doch übelst scheiße, das ist doch übelst frustrierend. So. Ich kann mir ja trotzdem, wenn ich das will, kann ich mir ja trotzdem auch mal was nicht runtergesetztes kaufen, was ich halt gerade in dem Moment möchte. Aber ich habe einfach das Verlangen gar nicht so. Aber zum Thema Geld nochmal zu kommen, in der Kinderpsychologie gibt es dieses Ding, dass man, wenn man Kinder für etwas bezahlt, sie weniger Bock darauf haben. Ja, es muss von innen kommen. Wenn du Also. zum Beispiel ein Kind hast, was furchtbar gerne dein Auto putzt, zum Beispiel, von sich aus, kann ja passieren, Ja. und du lobst es dafür und gehst mit dem irgendwie essen, das freut sich voll. Wenn du anfängst, ihm jedes Mal wie einen Zehner in die Hand zu drücken, fängt es an, es nicht mehr gerne zu machen, weil es dann so eine, weiß nicht, weil es dann zur Arbeit wird irgendwie und zu einer Pflicht wird. Unterbewusst zumindest. Ging es dir auch so, als du für Videos anfingst, Geld zu verdienen oder fürs Livestream? Nee, also glaube ich in dem Fall nicht, weil das ist ja auch nicht diese 1:1-Übersetzung wie putz mein Auto und kriegst einen Zehner. Das ist ja nochmal was ganz anderes. Also gut, ich hatte ja jetzt die Product Placements, da war es quasi so, aber hatte ich jetzt nicht so oft, dass ich das abgenutzt hat, glaube ich. Und nee, also ich, weil ich einfach die Freiheit da habe. Es ist ja nicht. Wenn du sagst, putze mal ein Auto, dann ist ja allen klar, was da jetzt passieren muss. Aber wenn gesagt wird, mach mal ein Video, dann hast du ja trotzdem komplette Freiheit im Prinzip. Und das macht's schon ziemlich nice. Aber ich verstehe das aus meiner Schulzeit halt eher. Die Begeisterung intrinsisch, das muss von dir auskommen, dass du sagst, yo, wenn ich hier gerade. Und das ist halt auch so ein grundlegender Fehler einfach für den ganzen Scheiß. Wenn dich da durchgeklöppelt wird, ja, dann hast du halt in Physik plötzlich 0 Punkte und musst die 11. Klasse wiederholen. Herr Paulich. Und ja, aber wenn du irgendwie Sachen machst, von denen du selber auch den Sinn einfach siehst, das ist so viel besser. Also, Es ist keine eben, Ahnung, weißt ja. du, wie erfüllend das letzte Jahr für mich war? In den Tag, und jetzt kommen wir vielleicht ein bisschen mehr zum wholesome Ding, in den Tag ein bisschen mehr reinzuleben und ja, Corona hat das natürlich begünstigt, dass man sich das auch irgendwie eher geleistet hat oder zwangsläufig machen musste oder so. Aber alleine, ich war schon mal in Japan und ich fahre Skateboard, ja. Nein, Aber also dieses, das höre ich zum ersten Mal. das ist auf dem Papier, bringt mir das nichts, aber auf dem Papier bringt uns alles nichts, weil irgendwann sind wir tot und dann kannst du halt noch so Berge von Reichtum angehäuft haben und die sind dann weg, du bist halt tot oder die Sonne verglüht und das Universum ist tot, so Aber auch da bringt dir whatever, dein so. Skateboardfahren nichts. Ja, das eben, eben, aber unter dem Gesichtspunkt bringt halt das alles nichts und Ja. deswegen halt fucking enjoyen, so. Und also, wie erfüllend das für mich ist, jeden Tag zu spüren, dass du irgendwie Fortschritt machst. Egal in was es ist. Bei mir ist es halt jetzt zum Beispiel das Skateboardfahren. So, da richte ich mich direkt auf, weil ich richtig merke, wie ich heiß werde schon wieder. Weil du jeden Tag einfach merkst, okay, geil, das ist neu, das ist neu. Jedes Mal, Alter. Erstens ist dann halt auch dieses, wie ich gesagt habe, dieses neue Erfahrung. Jeder Tag ist irgendwie für sich ein Event. Es ist nicht eine Abfolge von Alltag, der immer wieder gleich ist, sondern du hast jeden Tag irgendwie ist es ein Event. Und das ist so geil. Wirklich das letzte Jahr, ich habe wirklich angefangen, Anfang 2020 habe ich angefangen zu sagen, ey, ich versuche jetzt echt mindestens jeden Tag zumindest ein bisschen zu fahren. So, weil ich das halt wirklich die Jahre davor übelst vernachlässigt habe. So, und jetzt bin ich wirklich an einem Punkt, wo ich sage, einen Tag Ruhe brauche ich in der Woche. Was das absolute Gegenteil ist, ey. Die Sucht kickt, aber ich muss mich zwingen, zumindest einen Tag Pause zu machen. Wie gesagt, ich fahre nicht jeden Tag jetzt 8 Stunden oder so, aber jeden Tag kickt auf jeden Fall die Sucht. Und es ist so geil, weil du einfach für dich, es ist immer was da. Und sinnstiftend ist halt
das Wichtigste irgendwie. Deswegen machen Kinder, obwohl die dich halt frustrieren, viele Leute glücklich, weil die da halt irgendwie Sinn drin sehen, sich fortzupflanzen. Diese Plebs, ja. Sind die blöd. Sind die dumm. Aber weil das halt irgendwie dir einen Sinn im Leben gibt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass mein Leben Skateboardfahren ist, aber einfach dieses Gefühl von, du hast jeden Tag, machst du Fortschritt, es ist geil, du bewegst dich noch dabei, weißt du, es ist irgendwie was Aktives, dein Körper will sich sowieso bewegen. Stimmt. Und es ist eine spielerische Sache, weil es einfach die ganze Welt zu einem Spielplatz macht. Du siehst dann halt keine Bordsteinkante, du siehst dann halt irgendwie 20 verschiedene Tricks, die man da jetzt machen könnte. Mhm. Es ist super geil. Und solche Sachen, wo wir auch bei Dingen sind, die halt nichts kosten, klar musst du ein Skateboard kaufen erstmal. Aber ja, wenn du es hast. Voraussetzungen schaffen, ja. Das ist ja. Und das ist aber trotzdem nicht so teuer. Ja. Und gerade wenn du halt jetzt nicht irgendwie harte Gaps runterspringst, ja, irgendwie 10 Stufen, dann wird das auch eine Weile halten. Hm. Und dann kostet dich das nichts. So. Ich kann jeden Tag kostenlos einfach eine geile Zeit haben, ja, die immer irgendwie besonders ist. Es ist nicht so, ich gehe jeden Tag irgendwie, ne, ich stehe um 8 auf und mache dann das und dann guckst du irgendwie nach 6 Monaten zurück und denkst, holy shit, wo ist die Zeit hin? Weil ich einfach immer das Gleiche gemacht habe. Ja, stimmt. Sondern gut, dann habe ich mal die Session, dann bin ich mal in Weimar Nord und so, dann übe ich einen Tag lang den einen Trick und das brennt sich einfach ein und da wird jeder Tag zu einem Event. Es ist super geil, ich kann es nur immer wieder empfehlen, Leute. Es muss ja nicht unbedingt Skaten sein, es gibt bestimmt auch andere Sachen, die halt ansatzweise da rankommen. Longboard fahren zum Beispiel. Na, vergiss es. Nein, aber, ne? Kannst auch, weiß ich nicht, Breakdance machen oder so. Ja, aber die Kombination ist es halt einfach. Breakdance hat halt nicht den Aspekt, dass die Welt zum Spielplatz wird. Mhm. Parkour zum Beispiel ist wahrscheinlich das, was noch am ehesten daran kommt. Wobei Breakdance ähnlich. Also es kann ja sein, dass sie auch dann irgendwie so einen geilen Platz, so einen Spot sehen, ja, in der Stadt und denken, jetzt hier so einen Dance-Move machen. So, das ist alles richtig. So. Aber im Endeffekt bist du trotzdem einfach auf flachem Boden. Du wirst halt nicht als Breakdancer eine Bordsteinkante sehen und dir sagen, oh geil, warte mal. Oder eine Bordsteinkante, wo dann so ein komisches Rohr irgendwie da so lang geht. Da wirst du nicht sagen, oh geil, das muss ich jetzt irgendwie erkunden. Ja? Mhm. Mit meinem Körper erkunden. Das wirst du, mit Parkour wirst du das am ehesten noch machen. Mhm. Und diese Kombination ist einfach fucking superior. Ich kann es nur immer wieder allen sagen, es ist so. Mhm. Es gibt andere Hobbys, klar. Du kannst auch irgendwie schwimmen gehen, aber das hat auch nicht diese Aspekte. Die sehen einen Fluss oder einen Teich und denken sich, da soll ich jetzt voll den geilen Rückenschwimmer machen. Und das ist, ja, das haut nicht ganz hin. Naja, aber die haben auch andere Prioritäten. Also du bist halt auch so einer, der halt dann so mit offenen Augen durch die Welt guckt und so und dann seinen Kopf einsetzt, was kann ich da jetzt für einen Trick machen? Aber vielleicht braucht es ja auch jemand, der Breakdance macht, nicht? Vielleicht weiß er nur nicht, dass es braucht. Wer wusste denn, dass man Touchscreen braucht, bevor es Touchscreen gab? Ich war auch gegen Touchscreens damals. Ich dachte, das setze ich eh nicht durch. Hm. Hab mein Klapphandy behalten damals und ich habe Unrecht gehabt. So. Ja. Deswegen, also manche Sachen weiß man erst, wenn man sie hat, dass die eigentlich richtig geil sind. Hm. Und es ist kostenlos. Also Grey Wolf, vielleicht schnappt ihr mal ein Skateboard. Hm. Der Anfang ist halt eine relativ hohe Hürde, muss ich sagen. Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Hm. Aber wenn du den Anfang gemeistert hast, ab da geht es einfach nur noch bergauf, ist einfach geil. Mir geht es beim Bücherlesen so. Mhm. Ich bin ja so ein alter eingesessener Schauspieler und wenn ich so ein Buch lese, stelle ich mir immer vor, wie ich das spielen würde. Wie würde ich sprechen, wie würde ich aussehen, wie würde ich die Bühne gestalten oder ein Filmset gestalten. Da habe ich immer so richtig so bunte Bilder im Kopf. Das ist so ein bisschen vielleicht mein Äquivalent zu deinem. So ein bisschen. Ich will auch gar nicht andere Hobbys runterreden. Das ist auch kostenlos. Ein Buch kostet auch Geld. Vielleicht ja, außer hier zur Bibliothek, hier zur offenen Bibliothek. Oder so, genau. Da gibt es schon immer was. Als Bücher kriegt man immer. Schmeißen auch die Leute weg. Das Buch ist mein Skateboard. Ich gehe da alles mit. Ey, ich zocke ja auch übelst gerne. Ja? Ich spiele auch gerne Magic. Ich habe 1000 Hobbys. Ist alles geil. Mhm. Aber ich sage nur, dass beim Skateboardfahren so viel kulminiert. Beim Buch liest du halt nur, ja, sitzt halt ruhig da. Beim Skaten kannst du kreativ sein, du bewegst dich, du kannst innovativ sein. Es ist halt einfach ein gutes Gefühl. Beim Buch bist du auch kreativ, da denkst du dir auch so, ja, aber auf eine andere Art. Ich sage nur, dass da viel zusammenkommt. Also was du nicht abstreiten kannst, beim Buch bewegst du dich halt nicht, so. Und ein Buch lesen per se, die Tätigkeit. Geht bestimmt auch. Ich kann auch bestimmt auf dem Hometrainer sitzen und dann so ein Buch lesen. Ja, gibt's. Ich sag nur, so, es gibt nichts, meiner Meinung nach, ihr könnt mir gerne in den Kommentaren irgendwas nahelegen, wo so viele Aspekte zusammenfließen.
die einfach. Ihr könnt geil mal sind. Eure kostenlosen Hobbys in yes. die Kommentare reinschreiben. Sehr, sehr gerne. Vielleicht für Greywolf auch nochmal als Ansatz. Greywolf hat gar nicht gesagt, dass er dringend irgendwie ein neues Hobby braucht oder so. Es war einfach nur so. Ja, das ist ein Zusatzservice von uns jetzt. Kann ja euch Hobbys anregen. Muss ja nicht für Greywolf sein, vielleicht jemand anderes findet ein neues Hobby für sich. Genau. Super Skateboard geil. Fahren und lesen dabei. Und ich muss nochmal betonen, dass die Tätigkeit an sich, Buch zu lesen, rein physisch, fühlt sich, glaube ich, nicht so gut an, wie irgendwo lang zu rollen. Ja. In meinem Kopf schon. Also ich glaube, okay. Ich würde frustrieren, ich sehe dir manchmal zu, so wenn du so skatest, ich würde manchmal echt frustrieren, wenn ich diesen selben Trick tausendmal machen muss, weißt du so, und wenn ich hinfalle und so. Vielleicht muss man auch ein kleiner Autist dafür sein, weiß ich kann nicht. Kann sein, ja. Und ich bin kein Freund des Wiederholens. Also ich mache ganz gerne Sachen einmal. Ich kann auch Bücher nicht doppelt lesen. Ich lese die einmal und dann verkaufe ich oder verschenke ich die, zum Beispiel. Hm. Aber was ist, wenn du jetzt zum Beispiel ein Dialekt oder ein Akzent fürs Schauspielen lernen müsstest, mhm. dann, weißt du, 100-mal scheiterst du. Und auf einmal sprichst du perfekt und dann hast du diesen Belohnungsfaktor. Ja, das ist schön, das stimmt, ja. Ich kann nur immer wieder ein feuriges Plädoyer halten. Die Leute feiern seit 10 Jahren jetzt irgendwie die Souls-Reihe. Die Dark Souls hat es ganz groß gemacht, so, weil das halt ein Spiel ist, was fair ist, aber wo du echt richtig hart auf die Schnauze kriegst, wenn du nicht aufpasst und dann halt durch Wiederholung wirst du besser. Also du levelst nicht auf und wirst dadurch besser, wie in traditionellen Rollenspielen, sondern eher du als Spieler, du checkst, was ich eigentlich bei jedem Spiel habe, weil ich immer auf schwer spiele. Dark Souls sticht halt raus, weil das keinen leichten Modus hat. Mhm. Geht eigentlich bei fast jedem Spiel so. Deine Fähigkeit passt sich dem Schwierigkeitsgrad an. Mhm. So. Und dieses Gefühl der Belohnung, wenn du nach 10-mal, vielleicht auch 100-mal scheitern, es endlich hast, dieses Gefühl ist so viel geiler, als wenn du halt beim zweiten Versuch irgendwie was halt machst. So, wenn du sagst, okay, ich schnipp's jetzt eine Münze hoch und fange die auf, das ist halt nicht belohnen, sag ich mal. Also Schulzeit war mein Äquivalent dazu halt so, dass ich meine Bücher immer gestapelt habe, die ich in dem Jahr gelesen habe. Hm. Zu meiner Schulzeit immer noch so. Ich habe in dem Jahr 10 geil. Bücher gelesen zum Beispiel. Ist ein bisschen wenig eigentlich. Aber dachte ich mir so, das ist halt geil. So hier auf einen Blick, das habe ich gelesen. Es war für mich so, ich habe was gelesen über, weiß nicht, über Wissenschaft, irgendwie über UFOs habe ich gelesen, ich habe was gelesen, ich habe über Panikstörungen was gelesen, wissenschaftliche Bücher, aber auch Romane und so. Da hast du in dem Jahr Sachen dazu gelernt und dir ausgedacht so und deine Fantasie angeregt. Ja. Und ich war nie so ein aktiver Typ, ich habe mir auch mal Skateboard gefahren als Kind, ich habe auch eins bekommen mit 6 Jahren zur Schulanführung, bin dann so ein Jahr gefahren und dann habe ich aufgehört, weil ich mich immer hingelegt habe. So. Ist nicht mein Ding, ich war schon immer eher so der Kopftyp. Der sich irgendwie auch im Urlaub an den Strand setzt und ein Buch liest oder eine Zeitschrift gelesen hat, eine Wrestling-Zeitschrift damals noch. War halt so mein Ding oder Gameboy gespielt. Nice. Ja, Tilo, ich will jetzt auch nicht noch weiter dein Lesehobby runterziehen und meins in den Himmel loben, aber es ist halt einfach geil. Geht, Dion? Nee, wir sind fast durch. Willst du Greywolf noch grüßen? Nee, ich nehme das hier sehr ernst mit der Leisigkeit am Set. Oh, am Set, Dion. Wir sind am Set, bitte. Psch. Ruhe, bitte. Ton, Kamera. Action. Schnitt! Nee, nicht Action, man sagt bitte im deutschen Film. Bitte. Und bitte. Oh, dann sind es meistens nur so 2 Sekunden, dann geht's erst los. Immer diese Amateure mit Action. Ich bin ein Filmfreak, Action. Ist es schlimm, wenn jetzt hier das Kabel ausgezogen wird? Ja, ein bisschen. Weil wir haben uns noch nicht von Greywolf verabschiedet und bedankt für diesen geilen Hörerwunsch. Ja, ich fand, am Anfang seid ihr sehr, sehr weit abgeschweift. Haben wir noch über Essen und wie man am besten sparen kann, aber nicht mehr, dass es einen glücklich macht. Ja. So. Mich machen die 20 Euro sehr glücklich von Greywolf. Auf jeden Fall, das macht sehr, sehr glücklich. Ja, super geil. Wieder schön abgeschweifelt. Ja, aber das ist der Brennpunkt. Dafür lieben die uns ja. Ey, deshalb höre ich den ja nicht. Offenbar ja schon aktiv während der Aufnahme. Sehr geil. Also, ja, Greywolf. Wenn ihr möchtet, dass ich den höre, müsst ihr 20 Euro spenden. Obendrauf. Vielen Dank, Greywolf, für deine Kohle. Vielen Dank fürs Zuschauen bei mir im Stream gelegentlich. Und vielen Dank an Tino, dass ich hier mal sagen durfte, wie geil ich schon mal in Japan war. Ja, sehr gerne. Dass ich das endlich mal loswerden konnte. Ja, cool. Vielen Dank. Was auch noch so gesagt haben, Urwil war schon zweimal in Japan. Urwil war schon zweimal in Japan, das stimmt. So ein Angeber.
Auch von mir danke und ich freue mich über viele weitere Hörerwünsche. Ich finde es voll nice, mal über so ein Thema so drumherum zu kreisen, egal was. Ich wollte gerade sagen, über ein Thema zu reden, was wir dann nicht behandeln, sondern ja. tausend andere abschweifen. So rundherum zu kreisen, das ist halt so ein, das ist der Mittelpunkt und wir können uns so rundherum bewegen und dann mal wieder zum Thema zurückfinden gelegentlich. Ja. Und dann so Verknüpfungen erschaffen. Das ist vielleicht jetzt nicht super wholesome, aber ich glaube, eine Sache sollten wir trotzdem zumindest bei dem Thema nochmal erwähnen. Das Ding ist, sobald du Kinder hast oder eine gewisse Verantwortung in diese Richtung, ist es halt echt nicht mehr geil. Mhm. Da willst du dann halt schon denen was bieten auf der einen Seite und auf der anderen Seite die halt irgendwie das nicht spüren lassen, dass du wenig Geld hast. Ich weiß auch, dass das trotzdem möglich ist so. Also wir waren damals auch nicht reich und keine Ahnung, es gibt andere Leute, wo ich wusste, die hatten noch ärmere Eltern, aber die Kinder spüren das halt nicht so. Aber ne, du willst das, glaube ich, nicht so. Wenn du da eine gewisse Verantwortung hast, da wird es, glaube ich, ein bisschen ungeiler. Aber auch da kannst du ja aber kreativ werden. Und kannst du trotzdem, genau. Ich sag nur, Alter, dieser Struggle, wenn dann plötzlich das Kind spontan um die Ecke kommt und sagt, hier, wir bräuchten 150 Euro, weil wir wollen auf Klassenfahrt oder so. Mhm. Und du sagst, okay, das Geld habe ich eigentlich gerade nicht. Mhm. Sowas ist halt richtig ungeil. Aber für dich als Einzelperson finde ich das super entspannt. Sobald deine Grundbedürfnisse abgedeckt, also dass du Miete und in meinem Fall Krankenversicherung bezahlen kannst und dann halt einfach entspannt irgendwie über einen Monat kommst, habe ich da keinen Druck und finde das eigentlich super nice. Ja. So. Was auch wenig kostet, aber viel Spaß macht, ist der Brennpunkt Internet. Den könnt ihr jede Woche kostenlos hören. Ja, auf jeden Fall. Stimmt. Ist auch kostenlos. Ja. Es gibt viele Kosten. Ihr könnt in die Natur gehen, ihr könnt wandern gehen. Das ist persönlich absolut nicht meins. Ich kann 8 Stunden durchskaten, 10 Minuten laufen und ich kotze. Ja, habe ich gemerkt gestern. Auf jeden Fall. Ihr könnt euch in die Natur setzen, das ist eh übelst nice. Ihr könnt theoretisch auch übelst einen Low-Budget-Urlaub machen. Ihr könnt auch per Anhalter einfach, solange man jung ist, ey, fuck off, einfach go for it. So, wie gesagt, wenn man alt ist, will man dann vielleicht nicht mehr irgendwie auf einem Hausdach, auf einem harten Boden schlafen. Vielleicht. Aber alt seid ihr halt. Frühestens ab 60. Ja, so. Bis dahin macht jedes fucking Abenteuer mit. Es ist immer eine geilere Story. Scheißt auf Luxus. Macht lieber geile Scheiße. Schaut in Einkaufsläden, in die reduzierten Waren. Guckt euch diese verschenkten Boxen an, die überall rumstehen. Ob ihr irgendwas Geiles rausfinden könnt. Das hatten wir jetzt gar nicht. Es gibt ja auch übelst viele alternative Möglichkeiten, sich zu ernähren, um also gar nicht Geld auszugeben. So mache ich jetzt nicht Containern oder so. Frutaria, die essen, was vom Baum gefallen ist, so nach in der Richtung, ja. Ist voll nachhaltig und voll sinnvoll, würde ich nicht machen wollen, aber ist ja auch cool. Ja, oder Sharing is Caring und Sharing so. Sharing is Caring Gruppen, bei Telegram gibt es da immer so Gruppen, wo Leute reinschreiben, ja, hier in der Blabla-Straße steht eine Kiste mit, weiß ich nicht, mit Taschenlampen drin und Stühlen. Ja, das habe ich mir nämlich auch überlegt, wenn wir schon den Kapitalismus nicht töten können, dass wir vielleicht es schaffen, das schon als Gesellschaftsform zu haben, aber darauf aufgefropft, wenn es die Menschheit schaffen würde, darauf aufgefropft eine Art sozialistisches Gefüge. Also weißt du, dieses Sharing is Caring als Gesamtgesellschaft zu denken. Ja. Dass man einfach, dass das irgendwie selbstverständlicher wird, dass man halt nicht irgendwie Dinge, da keine Ahnung, wenn dann Joghurt abgelaufen ist oder einen Tag drüber und du isst den nicht, dann gibst du den halt dem Nachbarn, der es isst oder so. Und 1000 solche Sachen, die sich zusammenfügen und dann, dass dadurch irgendwie gerechter verteilt wird alles. Also ich liebe ja solche Gruppen und auch solche Boxen und ich finde immer irgendwie ein Buch oder ich habe auch mal so eine Tastatur gefunden, die noch funktioniert hat, die ich jetzt noch benutze, so vor 2 Jahren. Das ist halt voll nice und ich habe kein Geld bezahlt. Sonst zahlst du ja für so eine Tastatur auch ein bisschen Geld und da konnte ich mir das irgendwie so ein bisschen sparen. Ja. Nice. Oder Containern gehen. Habe ich einmal gemacht bisher in meinem Leben. Ist auch nicht mein Ding, aber kann auf jeden Fall sinnvoll sein, wenn man irgendwie beim Essen Geld sparen will. Und ich meine, so Edeka und Rewe, die schmeißen so viel Essen immer weg. Mhm. Und wenn du halt Gelegenheit hast, da hinzugehen, fände ich es nicht schlimm, wenn es straffrei wäre. Auf jeden Fall muss. Oder also beziehungsweise fuck off straffrei. Die sollen die halt einfach draußen vor die Tür stellen, sodass jeder quasi Zugang hat oder so. Vielleicht kommen dann wieder irgendwelche Assis und zünden irgendwelche Brotcontainer an oder was weiß ich. Aber so vom Prinzip her. Habe ich neulich wieder gesehen, was bei Dunkin' Donuts alles weggeschmissen wird. Die haben eine Klausel, dass alle Regale mit Essen dauerhaft gefüllt sein muss. Also es darf jetzt nicht, du hast halt irgendwie 20 Donuts,
Und dann werden die halt organisch weggekauft und dann liegen da nur noch zwei. Du musst es immer wieder auf die 20 auffüllen. Das heißt, am Ende des Abends stehen da halt definitiv 20 Donuts drin, die dann wegkommen. Ja. Weil du die nicht mit, also es ist natürlich auch Amerika, ne? Also ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. Aber das ist so absurd, Alter. Als würde irgendjemand in fucking Dunkin' Donuts gehen und sagen, oh, das ist aber hier kein schönes Ambiente, wenn da nur zwei Donuts statt 20 liegen. Stimmt. Und das muss auf jeden Fall noch verändert werden. Das kann nicht sein. Das wird auf jeden Fall so ein Aspekt sein, wo in 100 Jahren die Leute zurückdenken oder zurückblicken und sagen, sind die völlig... Die werden auf dieses Verhalten auf jeden Fall zurückblicken, ja, wie wir irgendwie jetzt auf Sklaverei oder sowas blicken. Ja. Das ist so degeneriert. Denke ich auch. Nun, zum Glück müssen wir das so nicht machen. Wir können ganz wholesome mit anderen teilen und freuen uns ganz doll darüber. Perfekt. Yes. Vielen Dank fürs Teilen deines Geldes mit uns, Grey Wolf. Des vielen, vielen Geldes. Ruhe jetzt. So, ich bin jetzt der Allmann und schlage auf meine Schenkel und stehe jetzt auf. So, haben wir noch einen Termin gleich? Ich wollte gerade sagen, Tino. Haben überzogen, aber übelst. Super, Grey Wolf, war gerne, du sick auch.